Oh, sieht das geil aus. Zu Hause mache ich so, ich ziehe so vorsichtig die Spitzchen ab. Und du hackst das halbe Beet zusammen. Nachdem Finn und Brian ihre Spaßangeln im Klimasland-Video gebaut und ausprobiert haben, wollen wir jetzt nochmal richtig angeln. Und deswegen hat Brian seine eigene Route mitgebracht, denn Brian hat einen Angelschein und weiß auch ein bisschen was übers Angeln. Und nachher koche ich mit Hauke, den alten Klimasländer. Du bist so ein Wichser. Letzter Versuch, jetzt muss es klappen. Aua. Okay, lass uns doch in den... Oh, Scheiße! Du hast einmal in deinem Leben gewonnen. Also ich habe gehört, hier gibt es Karpfen. Was war das noch? Karpfen und Schleien, darauf Schlein. Das probieren wir jetzt zumindest. Also Grundlinge? Grundlinge, also hier ist generell alles drin, aber wir wollen gerne einen Karpfen fangen. Gerne zwei. Gerne zwei. Aber in Deutschland darf man nur mit Angelschein angeln, ne? Genau, Deutschland nur. Aber mit privat, auf seinem eigenen Grundstück, kannst du ja trotzdem, wenn du... Rein theoretisch, ja, ist Privatgewässer. Okay. Dann kannst du es machen. Aber ich würde es halt jedem empfehlen, damit man das auch richtig macht. Wie lange dauert so ein Angelschein? Das sind, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, bei mir waren es damals 25 Unterrichtsstunden, jetzt sind es aktuell 30. Das sind jetzt einfache Maden, oder was? Genau, Fleischmaden sagt man auch. Es gibt Bienenmaden, Fleischmaden und diese Pinkies, das sind kleinere. Und Regenwürmer kannst du auch nehmen? Genau. Es gibt, also man kann echt alles nehmen. An manchen Teichen... Stück Hack? Stück Hack vielleicht auch, ja. Sucuk? Wäre mal was wert. Ja. In der Türkei angelt man so ganz gut, habe ich mal gelesen. Was angelt man damit ganz gut? Mit Sucuk. Ach so. So, jetzt können wir einmal am Rand gucken, ob die auch richtig steht. Yeah. Wie man könnte. Hast du schon mal jemanden verletzt beim... Nee, ja, mein Cousin hat mal einen Blinker, einen Haken ins Auge gekriegt. Echt? Sieht auf dem Auge jetzt schlechter. So, Alter. Da kannst du jetzt, können wir jetzt noch mal ein Kügelchen reinwerfen. Was ist da jetzt alles drin? Das gibt verschiedene Mischungen. Wir haben jetzt halt noch die Pinkies, die kleinen Maden mit reingemacht. Und davon nimmst du jetzt einfach so eine Hand, oder? Genau, so ein bisschen so, dass ich da alles ein bisschen mit drin habe. Oh, Maden. Du hast keine Maden. Oh. Hier hast du noch ein paar. So, und dann mache ich da so eine Kügelchen. Zeig mal, wie groß die sind. Ungefähr so. Dann versuche ich noch ein bisschen zielgenau anzufüttern. Ah, und dann kommen die Fische dahin und dann. Genau, hast die merken dann halt, oh, da geht was. Hast du aber gut getroffen. Danke. Ich hoffe, wir fangen richtig dickes Moped. Da geht jetzt natürlich unter Wasser richtig was ab. Kann man jeden Fisch das ganze Jahr über angeln? Nee, es gibt schon Zeiten. Pro Sorte oder was? Ja, da können wir, für den Teich gibt es eine Karte. Hecht und Zander fängt man zum Beispiel vom 1.2. bis 1.5. nicht. Ja, im Winter ist generell mau. Okay. So, ist und halt Schonzeiten dann um den Angelbestand? Genau, damit sie sich vermehren können. Und dann gibt es hier für den Teich dann nochmal eine allgemeine Schonzeit, damit sich die ganze Natur so ein bisschen erholt von Enten bis sonst was. Und dann sitzt man einfach so den ganzen Tag an so einem Gewässer mit seinen Dudes und... Ja, kann ein bisschen schnacken, sitzt draußen. Haut die Rute rein. Es ist eigentlich so wie auf der Terrasse sitzen, so ein bisschen Sonne und rumhängen. Ich nehme oft die Kamera mit und dann kann man sich noch so ein bisschen beschäftigen. Ich hoffe, Hauke mag Fisch. Bestimmt, oder? Jetzt machst du irgendwie einen Gurkensalat dazu. Mit Gewürzgurken. Ja. Es kann schon mal so ein Weilchen dauern, bis man was am Haken hat, ne? Ja. Aber wenn so geiles Wetter ist und man so geile Fresspakete hat. Ich bin einfach deine persönliche Assistenz, Brian, was immer du brauchst. Klopapier. Ja! So groß wird er nicht sein. Lass mal einen Kescher holen. Oh, eine Schleie. Kriegst du das hin? Ja. Der ist halt kaputt. Der ist kaputt. Eine Schleie. Woo. Yeah. Wohin? Auf das T-Shirt hier? Auf das nasse T-Shirt, bitte. So, jetzt müssen wir einmal ganz schnell gucken nach der Größe. Ab 30 können wir mitnehmen. Hat er Logger. Yeah. Hauke, es gibt eine Schleie.
So, damit er sich nicht lange fühlt, machen wir es gleich einmal. Tot? Ja. Also er ist jetzt betäubt. Was ist das? Nimmt man den jetzt hier gleich aus oder nehmen wir den so mit? Also wenn wir jetzt den ganzen Tag rumangeln würden, würde ich den. Jetzt siehst du auch, dass wir das Herz getroffen haben, weil da hier Blut rauskommt. Ja. Also er ist. Das letzte Zappeln, das sind halt Zuckungen. Ja. Ist doch ein bisschen Herzrasen jetzt. Ja, ich wasche mir mal kurz die Hände ein bisschen. Das ist meistens der Moment, wo man reinfällt. Boah, krass, wir haben echt was geangelt, ey. Ich bin richtig happy gerade. Hast du schon mal eine gegessen? Ja. Also es ist nicht so. Also fängt man nicht so oft wie ein Karpfen. Es ist, schon seltener eigentlich. Es ist kein seltener Fisch, aber seltener als ein Karpfen. Okay. Meiner Meinung nach. Ich fange die nicht so oft. Also ich halte meine Angelroute jetzt hier noch ein bisschen rein in der Hoffnung, dass wir noch was fangen, weil ich glaube, von der kleinen Schleie werden Brian, Hauke und ich nicht. Du kommst zum Essen, ne? Gerne. Ja, werden wir nicht so richtig satt. Aber falls wir nichts mehr fangen, dann ist es halt so. Jedenfalls habe ich mir noch gar nicht ausgedacht, was ich damit mache. Das muss ich gleich nochmal tun. Ich muss erstmal noch gucken, was man mit so einer Schleie Leckeres machen kann, habe ich nämlich noch nie gegessen. Also bis später. Danke, Brian. Gerne. Hauke ist da. Hallo. Du alter Klimansländer, verlorener Sohn. Exil-Klimansländer. Exil-Klimansländer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als ihr gefragt habt. Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Hauke hat nämlich im ersten Monat, als Koch mal gerade losgegangen ist, die Redaktion für uns geführt. Und Hauke hatte zum Beispiel auch die Idee von dem Intro, wo die ganzen Teller da so reinspielen. Ach, stimmt, das wusste ich nicht mal mehr. Ja. Ich vergesse alles, was ich jemals erreicht habe, vergesse ich vielleicht. Jedenfalls habe ich für uns geangelt mit dem lieben Brian zusammen und das ist das Ergebnis. Wir haben eine Schleie gefunden, von der wir drei nachher satt werden müssen. Ich bin ein bisschen beeindruckt, dass ihr was gefangen habt. Ich auch. Also nicht, weil ich euch nicht will, aber so, wenn man was fangen will beim Angeln. Wir haben uns auch erstens mega gefreut, weil wir schon ein paar Stunden da saßen. Und zweitens, ja, wenn wir jetzt nichts gefangen hätten, dann hätten wir jetzt heute nichts zu tun gehabt. Dazu machen wir ganz einfach ein paar Bratkartoffeln und so einen Gurkensalat mit so kleinen Gürkchen. Warum ist da Minze? Das kommt mit in den Gurkensalat. Okay, ich bin ein großer Gurkenfan. Genau, vor allem auch von diesen kleinen. Du bist richtiger Gewürzgurkenfan, ne? Meine feste Überzeugung ist, dass eine Gurke so aussehen möchte. So eine große Gurke, die will nicht so groß werden. Ach so. Wenn man die bricht, dann läuft da literweise Wasser raus. Genau, deswegen habe ich auch die kleinen geholt, weil die sind für Gurkensalat besser geeignet, dass die nicht so bessern. Richtig gut. Und jetzt brauchen wir aber noch ein paar mehr Zutaten. Die Schleie. Die kommt in so ein bisschen Thymiansalz, dafür brauchen wir noch Thymian und für den Gurkensalat brauchen wir noch Radieschen und ein bisschen Dill und deswegen gehen wir erstmal raus in den Garten. Na gut. Aber den kennst du ja noch, ne? Neun kenne ich nicht so gut. Thymian ist hier, brauchen wir relativ viel. Hast du auch ein Besser mitgenommen? Nö. Gut, ich schneide. Ach, du willst so viel? Und ich rupfe hier so wie zu Hause. Weißt du, zu Hause mach ich so, zieh so vorsichtig die Spitzchen ab, damit er noch gut nachwächst. Und du hackst das halbe Beet zusammen. Ich habe es sorgfältig mit einem Messer abgeschnitten. So, hier ist noch ein bisschen Dill. Der ist zwar noch nicht besonders groß. Ich setze mir hier einen rüber, den nehme ich gleich mit. Okay. Ein so ein Zweig, oder was? Ach so, du hast das ganze Ding rausgeholt. Ja, kann ich doch zu Hause wieder einpflanzen. Ja, ich habe zu Hause ganz viele Kräuter und so. Oh. Also dies Jahr auch zum ersten Mal ganz viele Tomaten. Ey, hast du mal mit Jonas über Tomaten geredet? Ich mag den Typen echt gerne, aber boah, nervt das, ey. Das ist halt eine scheiß Religion für ihn. Tomaten, das ist es! Du kannst ein ganzes Leben mit Tomaten finanzieren. Im Ernst? Ihr redet da mal mit ihm drüber. Das ist ja wie so, alle Pflanzen sind scheiße, Tomaten. Aber vielleicht hatten wir deswegen auch 1 Million Tomaten letztes Jahr. So, Radieschen, jetzt aber. Ey, die hast du doch gebaut, oder nicht? Einen davon habe ich mal bepflanzt. Weißt du noch welchen? Den. Hast du Ahnung, wie man die baut? So ein bisschen. Aua! Jonas hat seinen Weg gerade auf dem Weg zum Hochbeet zu uns gefunden. Gibt's was Wissenswertes über das Ernten von Radieschen? Ich würde die jetzt einfach da rausziehen. Überhaupt nicht. Außer wenn man sie eng gesät hat, ne? Dann kann man so, wenn man die ganz viele Stärke hat, manche sind ja schneller, ne? Dann hast du hier manchmal so eine richtig dicke dazwischen und hier ist noch eine ganz kleine. Ich weiß nicht, ob wir das mal irgendwie draufkriegen. Mmh.
Und dann. Aber auch ganz schön eng, ne? Ja, und deswegen, jetzt kann man die rausziehen. Und jetzt hat die noch mal ein bisschen Luft. Lecker. Hast du sehr gut gemacht. Wie schön die sind. Was ist das hier eigentlich? Sexy? Asiasalat. Probier's mal. Das ist der scharfe Kohlsalat. Ja? Das ist mal eine schöne Abwechslung zu einem so einem langweiligen Kopfsalatgemisch. Mhm. Und das hier? Das gehört alles in den Asiasalat. Das sind verschiedene Sorten. Voll gut. Ich hab jetzt ganz viel Gürtel gegessen. Probier mal den. Ja. Ja, 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 ja. Diese haben echt gut Bums, ne? Oh. Oh. Kannst du vielleicht nicht ganz so viel reinpacken, wa? Ich weiß nicht, ich hab den echt schon lange nicht mehr probiert. Hier. Was ist das denn? Asiasalate gehören die. Die gehören dazu. Das sind alles, also es gehört zu der Kohlfamilie. Oh. Voll scharf, oder? So also es gibt hier den einen, der brennt dir das Gesicht weg, dann gibt es diesen anderen, ich nenne die gleich. Also, ja, Mann, der ist mega scharf. Ich hätte gerne einen Asiasalat, da kriegst du so 8 Blätter Feuer. Komm, wir gehen wieder rein kochen jetzt. Möchtest du Bratkartoffeln, also Kartoffeln schälen oder möchtest du dich um den Salat kümmern? Die sind schon vorgekocht, oder? Ja, habe ich also schon vorgekocht. Ja eh pellen. Weil Bratkartoffeln sind geiler, wenn sie eine Nacht vorher im Kühlschrank ausgekühlt sind. Und ich koche sie sehr gerne mit Schale, weil sie dann geschmackvoller sind. Ich mache tatsächlich Bratkartoffeln auch mit Schale. Sehr gut. Das ist immer doof, die abzumachen. Soll ich sie dran lassen für die Bratkartoffeln? Ich würde die dran lassen. Ja, gut. Mache ich gerne. Weniger Arbeit. Ja. Dann kümmere du dich doch um den Gurkensalat, als du als Gurkenexperte. Klaro, Alter. Ich nehme hier mal eben so eine. Was soll ich denn machen? Du willst ja mit Minze machen. Also ich mache du kannst die jetzt einfach mal so. Ich würde sie vielleicht so schräg einfach in so Scheiben schneiden. So? Ja, nicht ganz so schräg, aber so angeschrägt. So? Ja. So ist doch ganz sexy, oder? Kannst du mich ein bisschen dicker? So? Und nicht ganz so schräg vielleicht? So? Ja! So ist hervorragend. Genau willst du mir so sonst ein Muster schneiden? Nee, so ist super. Ach, du willst doch Scheiben. Okay, ich beginne, ja, ja. Ich beginne zu begreifen, was du möchtest. Gut. erzähl mal, was machst du jetzt eigentlich? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich mache immer noch das Pen-and-Paper-Projekt bei Rocket Beans. Dann bin ich bei Bonjour, um mal alles, was mit Gaming und Streaming hat, irgendwie zuerst abzudecken. Dann mache ich immer noch so Vorträge, so vor irgendwelchen Menschen, die eigentlich, glaube ich, klüger sind als ich, aber du das darf ich die nicht merken lassen. Genau. Verkaufst. Ja, ist immer, weiß nicht, Thema ist dann Social Media oder sowas. Ah, okay. Also über irgendwas, wo ich vermeintlich Ahnung habe, aber in Wirklichkeit bin ich einfach nur hip. Aber so also super. Das ist, glaube ich, auch und die Kerneigenschaft, wenn die Menschen Leute dafür auch noch Geld bezahlen, ist doch ja. Also wenn Leute von mir reden, denken sie an einen hippen Typen meistens. Ja, ey, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass der hippe Hauke hier am Start ist. Ich glaube, ich bin echt der unhipste Typ, den es gibt. Bin so unhip. Aber ich finde, das ist ja wieder das, was mich wahrscheinlich so hip macht. Das kann sein, aber ja. Ich habe das Hipstertum, Hipsein auch nicht so richtig verstanden. Du kannst auch gleich für meine Herberge kochen. Das ist nämlich das Letzte, was ich aktuell mache. Stimmt. Ich will ja auch noch mein Haus ausbauen und eine Pen-and-Paper-Herberge machen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, zunächst mal kommt der wichtigste Punkt, du bezahlst mir Geld. Und dann kommst du zu mir nach Hause. Ich baue einen Teil von meinem Haus. Mein Haus ist ja so ein alter Stall. Und da ist noch ein Teil, das war mal der Schweinestall. Und das wird jetzt ausgebaut. Und die Leute dürfen Geld dafür bezahlen in deinem Schweinestall. Genau, genau. Korrekt. Ja. Genau so läuft. So, und dann kommst du her ein Wochenende und du wirst, ja, im Grunde stellst du es vor wie ein Escape Room, nur dass du nicht ausbrechen möchtest. Du erlebst halt ein Abenteuer, aber in deinem Kopf quasi. Du hast halt, keine Ahnung, du schlüpfst halt in eine Rolle, die du möchtest für das Wochenende und hast halt rundum Verpflegung und kannst den ganzen Tag abhängen und abends spielen wir dann immer ein paar Stunden Pen and Paper. So. Geil. Vermisst du es denn manchmal, Rüspel? Nee. Also wenn ich jetzt hier bin und sehe, was alles passiert ist, ist da schon Wehmut dabei. Aber dann dachte ich, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo ich mal was machen sollte, wo mein Name dran steht. Was eigenes. Ja. Dein eigenes Projekt. Genau. Ja, ist doch voll geil. Und nicht, weil ich den Erfolg dafür ernten will, sondern weil ich es mal probiert haben will, um nachher sagen zu können, ich habe es gemacht oder eben nicht. Genau. Ja, aber kann man absolut nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Ich mache jetzt hier gerade mal so ein bisschen Thymian in den Mörser. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Salz da drauf. Und dann geht das ganze Gerät erstmal in den Ofen. Ja. Ich reib die Schleider jetzt einfach mal mit ein. Ich habe mir das Rezept jetzt einfach mal ausgedacht und hoffe, dass es funktioniert. Genau, du kannst die Gurken schon mal da reinmachen. Ich höre dir zu. Du hoffst, dass es funktioniert. Das ist immer das, was man vom Koch am liebsten hört. Wir haben jetzt übrigens eine Zeichnung für das Restaurant. Irgendwer hat mir die geschickt. Hast du mir die geschickt, Vanessa? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat mir mal so eine Zeichnung geschickt. Aber du bist angetan davon voll? Voll. Es hat sehr lange gedauert, aber Benedikt Faust, vielen Dank nochmal an der Stelle, hat mir sehr viel damit geholfen. hat auch für mich gezeichnet ein bisschen und hat mir ganz viele Ideen gegeben. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass wir hoffentlich bald den Bauantrag durchhaben und dann anfangen können zu bauen. Mhm. Und dafür brauche ich noch ein paar Köche. Ist das ein Aufruf, dass Leute sich bewerben wollen? Ja, aber noch nicht jetzt. Ich bringe die mal ganz kurz in den Ofen.
Okay, Kumpel. Okay, bis gleich. Die Schleie ist jetzt ungefähr so, ich würde sagen, 20 Minuten im Ofen, nach einer Viertelstunde. Wie spät ist es? Kann mich jemand nach einer Viertelstunde daran erinnern vielleicht? Nach einer Viertelstunde gucke ich mal, wenn man die Rückenflosse, wenn die sich leicht lösen lässt, dann ist der Fisch gar. Du bist auch voll der Schweden-Fan, ne? Naja. Naja, hä? Meine Freundin ist halt halbe Schwedin. Ich finde Schweden geil, aber also meine Eltern sind die super Schweden-Junkies. Wir wollten früher mit dem Wohnmobil, das jetzt draußen steht, wollte mein Vater... Das ist jetzt das Löwenzahnmobil, um dich mal ganz kurz zu unterbrechen. Ne? Ja. Ja, genau. Das ist jetzt das Löwenzahnmobil. Da bin ich ja meine ganze Kindheit immer mit rumgetourt. Meine Eltern wollten durch ganz Europa reisen. So, wir hatten es halt nicht super dicke, drei Geschwister. Also war jetzt auch nicht arm, aber mein Vater musste halt viel arbeiten. Ja. So, und wenn wir dann in Urlaub gefahren sind, halt mit diesem Wohnmobil. Ja, das reicht hier so, ne? Das reicht so, ja. So, und dann sind wir nach Schweden gefahren das erste Jahr und sind nie wieder woanders hingefahren. Dann sind wir 11 Jahre in Folge nach Schweden gefahren, weil Schweden cool ist und so. Und irgendwann, wenn du so 14, 15 bist, ist ein Urlaub in einem engen Wohnmobil in der schwedischen Pampa nicht mit die allergeilste Eltern. Vorstellung, wenn deine Eltern dabei sind. So. Hallo Brian. Hunger? Ja. Sehr gut, Schleier ist im Ofen. Soll ich drüber streuen? Ja, voll gerne. probierst du gar nichts aus so in der Küche? Doch, voll. Schon, aber keine Ahnung. Wobei, das will ich mir vielleicht selber einreden. Ich probiere schon manchmal Sachen aus, aber nicht so krass wie jetzt andere Leute, glaube ich. Okay. Ich koche halt sehr gern Deutsch. Das ist halt immer, klingt so langweilig, aber ich... Ey, ist geil. Ich koche halt gern Deutsch. So. Aber wenn man die... Es gibt ja so richtig alte Klassiker. Kohlrouladen, Rinderrouladen. Ja, lecker. Bratkartoffeln heute. Wenn man sie richtig macht und vielleicht so ein bisschen abwandelt, weißt du, vielleicht mal hier und da... Ein Löffel Schweineschmalz weniger nimmt. Zwiebelschmalz, das ist es. Aus dem Reformhaus, das kenn ist der ich nicht. Hammer, ey. Zwiebelschmalz. Vegetarischer Zwiebelschmalz. Boah, ist das lecker. Ich habe hier jetzt gerade ein bisschen Kreuzkümmel gemahlen, in dem Mörser, wo auch noch ein bisschen Thymian und Salz drin war. Magst du Kreuzkümmel? Ja. Ja, Minze ist da jetzt rüber. Jetzt habe ich hier ein bisschen Buttermilch und die schütte ich da jetzt rüber. Und dann lassen wir das einfach mal einen Moment ziehen. Und Hauke denkt sich nur, oh mein Gott, was wird das für ein Salat? Nee, so Buttermilch-Dressings, das hat meine Mutter halt nie gemacht. So. Okay. Und ich hatte das aber immer bei Freunden und mir hat mich gefragt, was zum Henker schmeckt so? Weil meine Mutter damit halt nie gekocht hat. Jetzt im Sommer so mit Sahne muss halt auch nicht immer sein, wobei ich liebe Sahne. Sahne ist schon sehr lecker. Ich wollte gerade auch Sahne in Schutz nehmen. Ich dachte, ey, kannst alles sagen, aber nichts gegen Mais oder Sahne. Mais? Ey, Mais ist ja wohl der Knaller. Oh nee. Boah, ist Mais lecker. Also wirklich. Aber wir reden hier von frischem Zuckermais auf dem Grill. Hoffentlich. Ja, auch. Jede Form von Mais. Nee. Ich habe ja irgendwann mal zwischendurch auch natürlich wie jeder mal getindert. Und da stand wirklich in meinem Profil, wenn du Mais nicht magst, wisch nach links. Okay. Das ist. Oh, kurz gesabbert. Das ist eine Maisliebe auf jeden Fall. Hier. Ja, ich finde Mais wirklich sehr, sehr lecker. Mir ist so heiß, ne? Ey, mir auch. Ich wirklich, mir fließt überall. Ja. Ich hatte auch erst ein graues T-Shirt an. Ich bin nochmal nach Hause gefahren, weil ich gemerkt habe, grau ist heute nicht so eine gute Idee. Dunkelgrau, das ist es. Ja, nee, es war hellgrau. Es ist auch nicht unbedingt besser. Naja, was sollen wir machen? Wir wollen uns nicht beschweren, sonst heulen wir immer hier im Norden. Das ist nur, regnet also, und bewölkt. Im Norden ist nun wirklich nicht viel geil, aber man kann immer meckern. Das ist das einzig Gute, wenn man hier wohnt. Man hat immer einen Grund zu meckern. Und niemand sagt auch, aber hör doch mal auf zu meckern. Weil alle wissen, hier ist es scheiße. Hier ist es überhaupt nicht scheiße. Ja, hier Hallo, ist es schon scheiße. Mi. Ich meine, was ist deine liebste Sportart? Außer Fußball, die man hier gut betreiben kann. Also Kitesurfen, geht an der Ostsee besser. Surfen, geht auch woanders besser. Eigentlich geht alles woanders besser. Skifahren kannst du nicht. Kannst Rennrad fahren. Ja, wow, okay, gebe ich dir recht. Aber wer mag auch Rennrad fahren? Ich habe ein sehr geiles Rennrad tatsächlich. Wirklich? Ja, aber es steht noch in Bremen. Ich habe es noch nicht geschafft, die herzuholen in seinem Umzug. So. Naschst du nie beim Kochen? Sehr viel. Wozu ist eine Wange denn flexibel, damit ich da Essen reinstopfen kann? Boah, mein Ex-Freund hat das auch immer richtig gehasst. Der hat sich so aufgeregt, wenn ich mit offenem Mund gesprochen habe. Und darum stehen zwei Buchstaben vor der Bezeichnung, was er heute für dich ist. Ganz genau. Schöne Grüße. Wir haben hier den Dill vergessen. Magst du den nochmal ein bisschen hacken? Ich mache hier nochmal eben ein bisschen Zitronenabrieb, weil es einfach geil ist. Und ein bisschen Olivenöl. So.
Das gebe ich zu dir mal rüber. Und jetzt kommen wir zu den Bratkartoffeln. Das ist ja so eine kleine Wissenschaft für sich, möchte ich mal sagen. Hallo, ne? Hast du eine spezielle Art und Weise, hast du dein Geheimrezept für Bratkartoffeln? Spannend ist ja bei Anni und mir, sie ist halt aus Süddeutschland und da isst man Brägele. Dadurch was? Brägele nennen die das. Okay. Das ist Bratkartoffeln, aber die werden dünner geschnitten und dadurch und richtig kross gemacht. Und das finde ich werden nicht die so nicht geil. Auch roh gemacht? Also roh? Ja, das gibt's auch tatsächlich. Also ich glaube, bei denen werden die gekocht, aber das machen ja auch viele. Und für mich ist gekocht, dann ich nehme immer Butterschmalz oder Butter. Ich würde nie Öl nehmen, auch wenn ich es lecker finde. Okay. Aber das mache ich selber nie. Dann halt viele Zwiebeln und ich finde halt die ja, von außen ein bisschen kross, aber die dürfen innen nicht hart werden. Okay. Die müssen noch saftig sein. Ja, da hast du vollkommen recht. Deswegen nehme ich Öl, denn Butter verbrennt mir zu schnell. Ah. Wichtig, beschichtete Pfanne, viel Öl, weil die Kartoffeln nehmen gleich gut was auf. Ob man sie jetzt schält oder nicht, kann man selber entscheiden. Aber ich koche sie vorher immer, lasse sie eine Nacht im Kühlschrank und dann hat man von den Bratkartoffeln schon mal die perfekte Konsistenz. Dann nimmt man fetten Speck. Den kann man entweder vorher auslassen, die Bratkartoffeln damit rein und dann, ganz wichtig, zum Schluss die Zwiebeln. Warum? Damit sie nicht verbrennen. Ah. Und auch so ein bisschen Biss haben. Deswegen fange ich jetzt mal an mit dem. Okay, das mache ich immer falsch. Das machen richtig viele falsch. Da mache ich jetzt die Kartoffeln rein. Ich finde das so lecker. Es riecht so geil einfach schon. Wichtig ist auch nicht zu viele Zwiebeln, Kartoffeln. Mhm. Und noch wichtig beim Bratkartoffeln, kein Umrühr-Dings. Man muss leider bei Bratkartoffeln das Schwenken lernen. Deswegen braucht man eine beschichtete Pfanne. Warum? Sonst gehen die kaputt. Und dann hat man, so wie bei so. Oma, die mit ihrem Löffel immer hin und her kratzt. Für mich gehört das auch zum Charme von Bratkartoffeln. Oh, sieht das geil aus. Spürt das alles voll. Oh yeah. Das Wichtigste ist jetzt erstmal warten. Mhm. Kross werden lassen. Oh, das fällt mir auch mal schwer. Bratkartoffeln brauchen Geduld. Oh, umrühren macht so Spaß, ey. Ja, es ist auch bei ganz vielen, bei Fleisch oh, und Mann, beim Grillen das macht so und so Spaß. Das Problem. Ja, das mache ich nicht. Beim Grillen. Steaks und die Würste. Das wird einmal gewendet und das war's. Fertig. Mhm, kann man auch so. Und dann direkt wieder. Ey, könnt dann ihr, direkt könnt über den Teller. Ich kann so in der Küche Könnt anfangen. Ihr meckern, so viel wie ihr wollt. Ihr habt locker schon mal von einem Schweißhandtuch den Tellerrand abgewischt bekommen. Klassiker ist auch der hier. Oh, ja. Fingernägel sauber machen. Genau, mal geil, das, Turniermesser. Das machen Leute wirklich, ne? Oh, beim Löffel polieren, ey. Ja, oder und dann schön so und den gibt's gleich für den Gast. Die sehen so geil aus, Mann. Oh Mann, die sehen echt mega lecker ja. aus. Ich denke, man weiß, wer so ein Gericht mal erfunden hat, ne? Das hat irgendwann zum ersten Mal hat jemand gemacht und ist das so. Gründervater! Hermann! Hermann, komm rein! Aber wie ist dann von Hermann ein Weltgericht geworden ist, das frage ich mich immer. Hier, Escoffier hat es geschafft. Das ist der Gründervater der französischen Haute Cuisine. Mhm. Und der hat so Basics wie Béchamel, Hollandaise. Der hat solche Sachen. Ja, stimmt, das ist eine spannende Frage. Ich bin immer beeindruckt, wenn es so Gerichte gibt, die ich so absurd finde. Königsberger Klopse zum Beispiel. Ja. Das hat ja irgendeine Hausfrau mal erfunden. Das ist, was ist da drin? Sardellen, Kapern? Sardellen, glaube ich nicht. Doch, da ist Fisch drin. Hundertprozentig. Eurem Originalrezept ist Fisch. Vielleicht weiß es jemand von euch. Ich müsste auch mal was erfinden, ja. Was könnte ich mal erfinden? Habt ihr eine Idee? Zurück zu den Bratkartoffeln. Ja. Die haben jetzt eine richtig schöne goldbraune Farbe. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man die Zwiebeln dazu gibt. Mhm. Die Zwiebeln, guck mal, Speck kross, Bratkartoffeln kross, innen aber noch ein bisschen weich. Zwiebeln, garen jetzt ganz durch, gut durch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es hier gerade riecht. Ist so lecker. Und wie warm es hier ist. Oh, wie geil das aber auch aussieht einfach. Ne? So, und jetzt holen wir die Schleier aus dem Ofen, nehmen den Salat mit. Okay, komm mit. Kannst du mich hier nicht alleine lassen. Sonst und futtern. Ja, das war nicht die schlechteste Entscheidung. Und los. Nimmst du den Gurkensalat mit? Karo. Sehr gut, hervorragend. Irgendjemand muss noch die Schleier tragen. Den Schleier tragen. Also, erstmal Brian ist wieder bei uns und jetzt gibt es Schleie aus dem Ofen mit Bratkartoffeln und Gurken, Tomaten, Radieschensalat mit Buttermilchdressing. Willst du auftun? Nee, tut euch mal selber auf. Ich tu dir erst auf, okay. Das ist höflicher. Wolltest du jetzt noch Salz dran tun oder macht es gleich jeder individuell? Ich mache es gleich individuell für mich. Ich dachte für alle. Ich mache es gleich individuell für mich. Danke, reicht. Nein, komm her, du Racker. Oh, möchtest du deine selbstgefangene Schleier filetieren? Du, nein, ich überlasse dir das. Ist noch heiß?
Jetzt habe ich mir so ein blödes Gefäß ausgesucht, aber. Dankeschön. Aber so, ich tu dir jetzt nicht auf, weil ich komme nicht zu dir rüber da. Aber stopf dir das nicht wieder alles auf einmal rein. Das ist ja auch ein Ästhetikformat. Guck mal, hier ist voll wenig dran. Ja, macht doch nichts. Aber es ist wahrscheinlich super lecker. Da, das will eine ich Seite hoffen. Für Brian, eine für uns. Das sieht aber gut aus. Du als Angler, die Backe kriegt doch immer der, der es gefangen hat. Das schmeckt wirklich Hammer. Diese winzige Backe auch, wie du die anguckst. Was ist das jetzt so? Das ist Schinken, ne? Das ist Speck. Achso, ich brauche ja noch die Backe von der anderen Seite. Also die könnt ihr gerne euch teilen. Also ganz besonders leckeres Stück, auch die Augen für dich, Brian. Nee, da bin ich raus. So, jetzt aber. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten. Danke fürs Kochen. Guten. Danke, dass du da warst. Erst als erstes und immer, die Backe. Und es immer noch bist. Ich probiere jetzt die Backe. Also bei dem Fisch haben wir auf jeden Fall mit dem Salz nicht gespart. Und? Schmeckt nach Fisch und Backe. Fischbacke halt. Ich finde Backe echt das Leckerste. Das ist so ein geiles Wort, gar nicht Wort, so ne? schlecht. Mm. Die Bratkartoffeln sind auch sehr gut. Schmeckt's euch? Super. Lecker, Mama. Gut. Tut. Sehr schön. Nächstes Mal kommt Benjamin Bußmann. Bei dem habe ich eins von meinen Praktika gemacht in Hannover. Das ist ein alter Schulkollege von mir, einer der wenigen, der tatsächlich noch in der Gastronomie aktiv ist. Ich sag danke, dass du da warst, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Muss ich jetzt? Muss ich jetzt gehen? Hau ab! Danke fürs Angeln, Digi. Ich habe viel gelernt. Super. Ich probiere es bestimmt noch mal aus. War lecker. Wenn ihr dabei seid natürlich. Klar. Ja.